Dem Sandokan sieht man sein Alter an. Das traditionsreiche Gebäude am Spreebogen diente bis 2014 als Jugendclub. Danach hat der Sandoer Bürgerverein es zum Bürgerhaus umfunktioniert. Hier wird gekocht, sich getroffen und auch kleinere Vereine nutzen die Räume. Nur die Kulisse wirkt, freundlich gesagt, etwas trist. Das soll sich nun aber ändern. Von der Sparkasse Spree-Neiße gab es gestern nämlich einen Scheck über 1.900 Euro. Der Außenbereich muss noch eine Weile warten. Das Geld, was wir heute bekommen haben, die 1.900 Euro, die hier auf dem Scheck sind, die werden wir im Innenraum des Bürgerhauses nutzen zur Ausgestaltung. Funktionell ist das Haus ein sehr schönes. Gemütlich ist es derzeit nicht. Da wurden wir mehrfach durch die Nutzer des Hauses darauf aufmerksam gemacht und jetzt wollen wir daran arbeiten, gemeinsam mit den Nutzern und haben heute so ein bisschen finanziellen Rückenhalt gekriegt dafür. Der Sandoer Bürgerverein ist eines von 17 Projekten, die durch die PS-Lotterie gefördert werden. Wie der Name schon verrät, ist das ein Gewinnspiel für alle Kunden der Sparkasse. Mehr als 500.000 Lose wurden allein im letzten Halbjahr verkauft. Jedes Los kostet 5 Euro, davon werden 4 Euro gespart und nur 1 Euro geht in die Lotterie. Und von den Loseinsätzen werden Gewinne gezahlt, bis zu 5.000 Euro pro Monat an unsere Kunden der Sparkasse. Ein gewisser Teil des Geldes bleibt übrig, der fließt dann an gemeinnützige Projekte. Diesmal sind das 32.000 Euro, das Geld bleibt dann im Kiez. Die Auswahl ist relativ einfach. Man hört auf seine Geschäftsstellenleiter, die in ihrem Gebiet sehr verwurzelt sind, die sehr nahe dran sind, die ganz genau wissen, was läuft, wo die Player sind und wo Geld gebraucht wird, das wir dann eben sinnvoll ausschütten können. Neben dem Bürgerhaus in Sandow ist auch die Verkehrswacht dabei. Jede Menge Cottbusser Kinder haben hier schon das richtige Verhalten im Straßenverkehr gelernt. Damit noch mehr mitmachen können, gab es gestern 2.000 Euro für Fahrräder. Es wird uns nun in diesem Jahr gelingen, neue Fahrräder für unseren Verkehrsgarten hier in Cottbus in der Hufelandstraße anzuschaffen. Das wäre ohne die Unterstützung der Sparkasse Spree-Neiße einfach nicht möglich gewesen. Sie gehen in die Ausbildung praktisch, sodass die Schüler damit ihre ersten Minuten im Straßenverkehr erlernen können und dann, dass sie sicher durch den Straßenverkehr kommen. Rennrollstühle für die Bauhausschule, ein Klettergerüst für die Kita Benjamin Blümchen oder Schwimmwesten für den Rudersportverein. Viele Projekte können seit gestern angegangen werden. Herzlichen Dank.